So, guten Morgen, liebe Leute. Herzlich willkommen auf WUDAIF TV. Es ist Donnerstagmorgen, 24.11., 8 Uhr. Und der Alex hat gestern ein neues Video hochgeladen. Und deshalb will ich heute Morgen doch mal meine Reaktion auf russische Welt TV. Westen ratlos, warum gehen Russland die Raketen nicht aus? Produzieren. Mal gucken, was der Alex sich wieder rausgesucht hat, warum Russland immer noch mit Raketen auf die Ukraine schießen kann. Wir werden es gleich wissen. Dazu brauche ich eine Kamera. So, die. So, dann geht's mal los. Ja, herzlich willkommen hier zu diesem weiteren Video und auf meinem Kanal Russische Welt TV. Heute war mal wieder ein Tag begleitet von einem massiven Raketenangriff auf dem gesamten Territorium der Ukraine, unter anderem auch auf die Energieinfrastruktur, also ziemlich das gleiche, was wir jetzt auch in den letzten Wochen immer wieder gesehen haben. Wobei es jetzt in meinem heutigen Beitrag auch nicht darum gehen soll oder weniger darum gehen soll. Ich habe darüber ja auch schon im Oktober einige Videos. Ja, darüber soll es jetzt nicht gehen. Das ist ja auch nichts Glorreiches, über das man berichten kann, wenn man Entbindungsstationen beschießt und dabei Säuglinge tötet und so. Man hat ja auch nebenbei kritische Infrastruktur getroffen. Super, Alex. Habt ihr schön gemacht. Als das alles angefangen hat, sage ich mal, die neue Taktik von Russland. Was man aber auf jeden Fall inzwischen erkennen kann, dass diese Raketenangriffe regelmäßig stattfinden, vielleicht ungefähr einmal pro Woche. Also der letzte massive Raketenangriff war, glaube ich, am Dienstag letzter Woche, als sich auch dieser Vorfall an der polnisch-ukrainischen Grenze ereignet hat. Das heißt. Ja, Alex, es wird jetzt regelmäßig mit Raketen geschossen. Weil anders kriegt der Russe die Ukraine ja auch nicht in den Griff. An der Front tut sich ja nichts. Da wird ja seit Monaten gegen die Stadt Bachmut angekämpft. Und die Söldnertruppen und die Kadyrowschen Schergen, die da mit bei sind, alle zusammen schaffen es nicht, Bachmut einzunehmen. Und wenn das nicht klappt, dann müssen wir die Zivilbevölkerung ja demoralisieren. Ich glaube, das hatte uns Adolf im Zweiten Weltkrieg auch mal gemacht. Der hat anstatt in England die militärische Struktur anzugreifen, lieber mit seinen Bombern auf London gehalten und hat da seine Bomben abgeworfen, um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Aber Alex, du erzählst ja so gerne aus der Geschichte. Wenn ich mir das so recht überlege, das hat den Deutschen auch nicht geholfen. Die haben trotzdem mit Pauken und Trompeten den Krieg verloren. Und das war auch gut so. Und genauso wird es auch deinem lieben Freund Wladimir gehen. Der wird genauso mit Pauken und Trompeten diesen Krieg verlieren. Aber weiter geht's. Das heißt also, dass es sich bei den Raketenangriffen im Oktober, als das alles angefangen hat, dass es sich dabei nicht um irgendeine Einzelaktion gehandelt hat, beispielsweise jetzt als irgendwie ein Racheakt für die Zerstörung der Krimbrücke, sondern dass das Ganze schon scheinbar inzwischen ein System hat und
wie es aussieht, Teil des militärischen Plans der russischen Führung ist. Ja, das ist der Plan der russischen Führung. Was soll sie auch sonst machen, ne? An der Front tut sich ja nichts. Kommen sie ja nicht vorwärts. Haben ja nichts Modernes. Können sie auch nichts machen, außer eingraben. Na gut. Müssen sie eben mit Raketen bomben. Wenn man jetzt die Nachrichten, insbesondere auch in den westlichen Propagandamedien, in den ganzen letzten Wochen und Monaten verfolgt hat, dann drängt sich ja unweigerlich die Frage auf, denn wir hören ja schon seit Monaten die These von wegen, ja, Russland hat schon fast keine Raketen mehr, die Vorräte sind schon fast aufgebraucht wegen den Sanktionen, weil Russland jetzt keinen Zugang mehr hat zu Mikrochips, um die Marschflugkörper herzustellen und so weiter. Also ich bin mir sicher, die meisten von euch haben derartige Meldungen in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder zu sehen bekommen. Allerdings passen diese Meldungen und diese Prognosen so gar nicht zur Realität, die wir jetzt, wie gesagt, seit einigen Wochen sehen. Denn wenn Russland doch keine Raketen mehr hat und der Vorrat schon fast zur Neige gegangen ist, wie kann es dann sein, dass Russland immer wieder neue massive Raketenangriffe startet? Und die werden... Naja, also das größte Land der Welt wird ja wohl einige Raketen und Marschflugkörper besitzen. Wie viele, wissen wir nicht genau. Wir schätzen, was habe ich gelesen? Ungefähr, was waren das, 600, 1200, 1500 Marschflugkörper und 8000 S-300 Flugabwehrraketen, die sie ja mittlerweile umbauen. Also mit knapp 10.000 Raketen, da kannst du schon eine Zeit bomben, Alex. Da ist der Russe noch lange nicht da, wo wir ihn gerne hätten. Das ist natürlich klar. Aber wenn man mittlerweile sieht, dass auch 60, 70 oder 80% der Raketen und Marschflugkörper mittlerweile von der Ukraine abgeschossen werden, müssen wir ja eigentlich nur noch mehr Flugabwehr ins Land schicken. Dann ist auch das irgendwann vorbei. Werden ja auch nicht weniger, wie wir sehen. Heute habe ich auch einen Beitrag gesehen auf dem YouTube-Kanal des Propagandasenders Welt, wo der Moskau-Korrespondent dieses Propagandasenders sich in seinem Beitrag auf die Meldungen der New York Times und BBC bezogen hat, die dieser Frage, diesem Mysterium auch nachgegangen sind. Alex, du darfst doch diesen Propagandasender nicht glauben. Die verbreiten nur Lügen. In der letzten Zeit. Und die haben dann entsprechend auch die Thesen genannt, dass es entweder sein könnte, dass Russland teilweise Raketen aus dem Iran und aus Nordkorea bezieht. Kann vielleicht teilweise sein, dass es der Fall ist, dass Russland da irgendwelche militärisch relevanten Dinge einkauft. Beim Iran kauft ja Russland mutmaßlich Drohnen ein. Darüber wurde ja auch schon sehr viel gesprochen. Ja, da wurde schon sehr viel drüber gesprochen, Alex. Aber es wurde von deiner Seite aus noch nicht darüber gesprochen, warum Russland denn Drohnen aus dem Iran kauft. Kann es sein, dass die Russen selber nicht in der Lage sind, Drohnen zu bauen? Fragezeichen. Bestimmt auch irgendwelche Geschosse aus Nordkorea. Allerdings handelt es sich ja bei den Raketen, die auf die Ukraine abgefeuert werden, nicht um iranische Raketen oder nordkoreanische Raketen, sondern um Raketen russischer Bauart. Und ich glaube kaum, dass dies allein durch den Einkauf von Raketen aus dem Iran und aus Nordkorea zu erklären ist. Ja, dass du das nicht glaubst, wen wundert es? Ich glaube aber, das sind einfach noch Restbestände und Zukäufe. Aber glauben,
darf ja jeder, was er will, Alex. Das ist das Schöne daran. Oder es gibt noch eine mögliche andere These, warum das der Fall ist, dass eben Russland noch vor der Militäroperation in den ganzen letzten Jahren, aufgrund dessen, dass die russische Führung schon vielleicht geahnt hat, worauf das alles mit den Sanktionen eventuell hinaus. Da hat die russische Führung geahnt, worauf es bei dieser russischen Militäroperation drauf hinauslaufen kann. Geahnt hat sie das. Also, wenn sie schon vor Jahren wussten, dass sie die Ukraine angreifen wollte oder wolle oder will, dann hat sie das nicht geahnt, dann hat sie das geplant, Alex. Hinauslaufen konnte, dieses Risiko zumindest mit einkalkuliert hat und aus diesem Grund eben auch schon die ganzen letzten Jahre massiv diese Mikrochips eingekauft hat und sich entsprechend einen großen Vorrat angelegt hat, sodass Russland auch jetzt weiter eigene Raketen bauen und fertigen kann. Ja, Alex, die haben schon so viele Mikrochips gekauft, dass die im Moment noch nicht mal mehr russische Autos bauen können mit Elektronik. So viel haben die vorgeplant. Die haben das nämlich alles heimlich in die Lager des russischen Militärs verbunkert. Damit, wenn die Raketen mal ausgehen, sie ganz schnell neue bauen können. Und zwar so schnell, dass der Westen überhaupt nicht mehr hinterherkommt mit seiner Flugabwehr. In der vergangenen Wochen habe ich auch in mehreren Artikeln die These gehört bzw. gelesen, dass Russland in großem Stil Waschmaschinen kauft. Jetzt in dem Fall über Kasachstan und über Armenien. Ja, Russland. Aber die kaufen nicht die Waschmaschinen für die Raketen, sondern die haben so viel schmutzige Wäsche zu waschen, dass die so viele Waschmaschinen brauchen. Diese Waschmaschinen dann ausschlacht und dann eben die Mikrochips dort herausnimmt und diese dann entsprechend in unter anderem in die Raketen verbaut, in Panzer und in andere Waffensysteme. Klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal komisch, aber wenn wir uns jetzt vor Augen führen, dass ja eine Kaliber-Rakete, also ein entsprechender Marschflugkörper russischer Bauart, dass eine solche Rakete von diesem Typ über 1 Million Dollar kostet, also eine einzelne Rakete, dann macht ja so eine Waschmaschine oder ein Geschirrspüler oder ähnliches, den man dann irgendwie dazu kaufen muss, was die Kosten jetzt angeht, dafür den Kohl auch nicht wirklich fett. Ja, Russland, da, Alex, Entschuldigung. Ja, Alex, das macht natürlich keinen Unterschied bei 1 Million. Da ist es scheißegal, ob man in die Kaliber-Rakete noch Waschmaschine oder eine Spülmaschine einbaut. Aber Alex, ich habe ehrlich gesagt noch nicht gehört, dass in meiner Waschmaschine ein GPS-Sender oder Empfänger verbaut ist. Oder dass da irgendein Stabilisationssystem verbaut ist, was verhindert, dass die Waschmaschine abhaut. Oder, wie soll ich das sagen, dass die ihr Ziel findet. Ne? Es wird also schwierig mit den Komponenten, die, wie soll ich sagen, genau das tun, was die Waffe tun soll, nämlich ihre Flugroute bestimmen und ihr Ziel zu finden. Weil das ist in der Waschmaschine nicht drin. Oder weißt du da mehr als ich? Was wirklich jetzt so ist, wie das berichtet worden ist, kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Dazu habe ich auch keine detaillierten Informationen, natürlich, so wie ihr alle auch nicht. Wobei ich ja. Ja, so wie wir alle auch nicht. Aber wir schwaden nicht dumm darüber, Alex. Wir versuchen keine verschwörerischen Theorien darüber zu entwickeln, was Russland denn jetzt wieder verheldenhafte Aktionen macht. Ich jetzt glaube, dass vor allen Dingen die zweite Version der Wahrheit am nächsten ist, also dass sich eben Russland
einen massiven Vorrat an Mikrochips aufgebaut hat. Ja, Alex, was sollst du auch anderes jetzt erzählen? Es kann doch nicht sein, dass Russland keine Raketen mehr bauen kann, ne? Deshalb haben die sich schon so einen Riesenvorrat angelegt. Das glaubst du natürlich. Hast du dafür irgendeinen Beleg? Kannst du irgendeine Raketenfabrik zeigen? Kannst du irgendein Video zeigen, wo erfolgreich Raketen gebaut werden? Müsste die russische Propaganda doch Filme drüber machen. Die machen doch auch Filme darüber, wie sie ihre alten T-62-Panzer wieder reaktivieren. Da werden die doch mal eben so einen Film über eine Raketenfabrik bauen können. Mann, Alex. Aufgrund dessen, dass eben die russische Führung das alles schon geplant hat und diese Risiken mit den Sanktionen und mit den Embargos schon im Vorfeld mit einkalkuliert hat. Aber völlig unabhängig davon, welche der genannten Versionen jetzt die richtige ist, also welche davon jetzt stimmt, vielleicht haben wir auch mehrere der genannten Versionen ja auch in gewisser Weise ihre Daseinsberechtigung. Aber man kann auf jeden Fall feststellen, dass Russland, wie man sieht, scheinbar in der Lage ist, diese Sanktionen. Man kann auf jeden Fall sehen, dass Russland scheinbar in der Lage ist. Scheinbar, genau. Es hat den Anschein. Aber das ist auch alles, Alex. Was die Mikrochips angeht, zu umgehen und weiterhin Raketen herzustellen. Ja, also dafür fehlt mir noch jeder Beweis. Das, was du da machst, sind reine Vermutungen. Ich hätte gerne mal ein paar Belege, dass Russland weiterhin Raketen herstellen kann, wenn ich schon so ein dummes Zeug hier über den Kanal verbreitet. Und die Meldungen der westlichen Propaganda der ganzen letzten Wochen und Monate, dass Russland jetzt keine Raketen mehr hat, dass der Vorrat zu Neige geht und so weiter, diese haben sich als Flaute und als Pustekuchen erwiesen. Und das ist wirklich passiert, dass Russland irgendwann keine Raketen mehr hat. Darauf können die Gegner Russlands noch sehr, sehr lange warten. Ja, darauf können die Gegner von Russland. Wer ist das überhaupt? Ist das die Ukraine? Ist das der Westen? Sind das die westlichen Eliten? Wer sind denn die Gegner von Russland? Wissen wir auch noch nicht so genau. Ist ja auch jeden Tag was anderes. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video. Jo, Alex. Das war ja wieder sehr aufschlussreich. Also, liebe Freunde, ihr habt bitte gehört, Russland produziert weiterhin ohne Ende Raketen und Marschflugkörper, damit sie weiterhin die arme Bevölkerung der Ukraine demoralisieren kann. Ja, ist ja ein hehres Ziel für den größte Land der Erde, würde ich mal so sagen. Okay, ich bin leider doch nicht viel schlauer geworden, als ich vorher schon war. Aber ehrlich gesagt, habe ich auch nicht anders erwartet. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und seid wie immer kritisch und wachsam. Bis zum nächsten Mal.